no way. Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Ja, wo bin ich da? Die Ortschaft heißt Dorfmack. Und zwar habe ich mir dieses Objekt hier gekauft. Und ohne da. Jo. Garage, gerade gebaut. Jo. Garage für einen LKW. Leider für einen Trailer. Ist kein Unterstand mehr da. Ja. Natürlich habe ich wieder ein Problem gehabt mit meinem Interieur, was ich vorher drin gehabt habe. Der ist rausgeflogen, meine lieben Dieselfreunde. Und ja, somit habe ich wieder den Interieurmod wieder anders drinnen vom CMI. Bauen wir mal den Oldschool Bastard raus. Dann habe ich über Wochenende in der Garage drin stehen gehabt. Ich habe wieder das, was ich letztes Mal schon drin gehabt habe. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, ja. So. Ich hoffe, der Sound und die Einstellungen passen wieder so weiterhin. Ja, ist eh klar, wenn ich rausfahren musste zum Ring anfangen. Ah, ich bloß nur in der Garage stehen bleiben. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, warte wegen. So. Steigen wir wieder raus. Im Loster. Ah, wir sind ja nicht in Amerika. So, guck immer nach. Zack, okay, zack, zack. Was da? Hupf mal hinein. So, Scheibenwischer. Was mal eingeschaltet. Licht schöpfen uns natürlich auch ein. Und wir sind wieder Wickel. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, das Einfahren war da eine Katastrophe. Mit dem Lastbahn. Da kommt nichts, das ist sehr gut. Jo, wir müssen jetzt laden fahren. Das ist auch klar. Wir dürfen nur 60 fahren. Es geht zum RT-Lok. Jo, meine lieben Sportsfreunde. Über die Kollegen kann ich leider nicht so viel berichten. Fangen wir mit dem Nord-Süd-Transport an. Und JJ on Tour. Er ist wieder zurück im Business. JJ hat wieder auch sehr schöne Folge gemacht und sehr lange Folge, fast eine Stunde, fast ein Stundenvideo. Zum Schluss bin ich ja eingeschlafen. Und so weiter. Die fahren aber wild. Eieiei, jetzt fahren wir nach Hamburg. 200 Meter links abbiegen. Zum Laden.
Ja, ich hoffe, dass das Video gut rumkommt. Ja, der JJ hat ja darauf angeredet, der Hans-Peter, dass er bei mir angefangen hat, ja, aber JJ, schau bei meinem letzten Video, bei der letzten Folge Nummer 199 an bei mir. Da bist du dann wieder auf dem aktuellsten Stand. Hans-Peter, mein Fahrer, hat ja gekündigt. Ja, ich weiß, dass ich schnell gefahren bin. Jo. Aber sehr schöne Folge, JJ. Mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus. Von mir. Oh, naja. Wo ist das Leben mal? Das einzigste Problem, ich habe ja den Neukunden dazu gewonnen. Wisst ihr ja. Mit dem Tankzug. Die linke Spur benutzen. In Stuttgart. Links abbiegen. Das ist ein Problem, weil der MP2 oder der MP3 besser gesagt in Innsbruck oben steht und keiner will den fahren. Nun, was tue ich jetzt? Das ist die nächste Frage. Was tue ich jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Was tue ich mit dem Tankauflieger? Was tue ich mit dem Actros? Nächste Frage. Gibt es noch Fahrer, der was Actros fährt? Mal schauen. Jo. So vor die Kollegen kann ich leider nicht, wirklich nicht so viel berichten. Außer vor die Wolfstransporte. Gehen Grüße raus an HP. Sehr schöne Folge. Die rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Ja, ja, Mädel. Aha. Meine Güte. Na, da kriegt man schon wieder so Beschwerden. Nein, Güte. Sorry dafür. Oh, wer weh. Katastrophe. Ja, dann habe ich einen Kommentar bekommen, warum dass ich im Spiegel nicht schaue. Ja, ich gebe offen, ehrlich recht, ich bin nicht so der Spiegelschauer. Ja, da gibt es einen guten Spruch. Wenn ich mich in den Spiegel schaue, dann zerreißt es mir einen Spiegel. Also,
bisschen Spaß muss sein, sonst wäre es ja nicht lustig. Die rechte Spur benutzen. Jo, das sagt er mir erst jetzt. So, dann. In Hamburg angekommen. War ein schöner Firmenhofzentrale. Dann blockieren wir gleich jetzt nochmal die Spuren. So, dann. Müssen wir da mal hinfahren, wo... Die rechte Spur benutzen. Danach rechts abbiegen. Yep. Muss ich da einen Frankie anrufen? Dass er mit dem fährt. Der ist schon angeschrien. So. Schauen wir mal, wer der Wussel wohnt, da irgendwo in der Gegend. Oder ist ein Firmenhof da irgendwo? Irgendwo in Hamburg. Also wir fahren Richtung Hamburg, Richtung Karlskronach. In Grisbinfort in seiner Gegend. Grüße gehen natürlich an ihm auch raus. So. Da muss ich einmal Platz haben, weil ich muss mich da einmal anmelden gehen. RT-Lok. Ich bin halt ein wenig Brecher und stöme kreis und quer hin, wie es mir passt. So. Jetzt wohl. Wenn wir zum Pförtner, der steht eh schon heraus. Was grüßt dich? Dingertransporte, ich will Bodenkummer für Karlskronach. Wie war's jetzt? Okay. Ja, ich hab das Auftrag bekommen von meinen Disponenten. Aha. Alles klar. Dann weiß ich da auch Bescheid. Alles klar, dann rufe ich mal meinen Disponenten an, was das wird. Und ja, dann komme ich nochmal zurück zu Ihnen und dann schauen wir. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich soll mich jetzt da mal hinstellen. Das werde ich jetzt offiziell auch machen. Wird mal wieder ehrlich.
Meine Güte, du fährst um eine Stunde. Und flöchen. Meine lieben Dieselfreunde. Oh, anerkannt. Meine Güte, so ein Scheiß benannt, hey. Glaubt's mir's. Wo stehen da wie wir? Ja? Meine Güte, Mensch, Meier. So. Dann rufen wir mal Dispo. Frankie. Ja, servus Frankie. Ja. Du, was sollte denn der Schmarrn? Ich stehe da jetzt beim in Hamburg zwischen Containerport und RT-Lok. Die haben zu mir gerade gesagt, da steht ein Kollege da und der nimmt die Fracht über. Wer übernimmt die Fracht? ich sollte laden für Karlskrona. Auftrag hast du mir geschickt. Aha. Ja, und das hast du jetzt für mich? Warten. Ja, du. Ich hätte nämlich jetzt keinen Bock, dass ich jetzt da stehen bleiben muss und. Ich habe noch gute 4,5 Stunden, 5 Stunden Fahrzeit bis zur nächsten Pause zu. Aha. Ja, schau mal, dass du mal was machen kannst. Ja, ich warte noch. Ich ruf's mir da mal. So eine Kacke am Dampfen. Hasse es zu warten. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder nicht, meine lieben Dieselfreunde. Er ruft jetzt da an. Mein Disponent ruft jetzt da an und klärt das ab. Ich bekomme dann hat wieder Bescheid von ihm. Wenn nicht, dann muss ich hier bis Montagabend stehen bleiben. Anders geht's ja nicht. Auf da. Ja, servus, Frankie. Ja, was, ich kann heute nicht mehr laden. Ja, du bist ja wahnsinnig. Ja, das heißt jetzt für mich, ich soll jetzt stehen bleiben. Aber weil das noch nicht angekommen ist. Aha. Das wird jetzt spannend. Ja. Ja, wenigstens ein Parkplatz, aber einkaufen kann ich halt nicht gehen. Ja, super. Das heißt, ich kann jetzt bis Sonntag da stehen bleiben und. Ja, das ist für mich blöd, aber dann kann ich. Dann hätte ich daheim bleiben auch können.
Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich stehe jetzt wieder übers Wochenende draußen und kann da wieder warten. Ja, ich rufe jetzt den Jenny selber mal an. So, jetzt auf Nummer da noch. Die Kacke. Ja, grüß Gott. Eisinger Transport von Nürnberg spricht. Und zwar folgendes, ich starte, ich stehe jetzt schon da. War und ich soll jetzt laden für Karlskrona. Ja, wie war's? Ist nicht da. Ja, mein Disponent hat angegriffen. Stimmt. Ja, verstehe ich noch schon, wie ich stehe jetzt da übers Wochenende noch für Deutsch schon da. Ja, ich bin genau der schwarze LKW. Aha. Ja, nein, ich verstehe es schon, aber es geht mir an, weil mir jetzt quasi nicht wieder ins Laden fahren. Jetzt stehe ich da und dann gehe ich wieder so. Ich muss warten übers Wochenende, erst am Sonntag werde ich laden. Ja, ich finde es nicht lustig, weil mir rennt die ganze Fahrzeit davon. Ja. Verstehen das, ja, genau. Die wissen nicht einmal, ob wir das LKW fahren können oder nicht. Ja, dann schreibe ich wieder rote Miesen und kein Gewinn. Das ist ihnen eh bewusst. Wenn die Ladung nicht kommt, dann müssen sie sowieso den ganzen Vollzug bezahlen. Sie werden da gar nichts bezahlen, sie müssen das bezahlen. Ja, das ist mir wurscht. Das interessiert mich nicht. Entweder ist meine Frau da zum Laden oder nicht. Dann müssen sie dann einen kompletten Zug zahlen. Einen kompletten LKW. Ja, das ist mir egal. Ja. Entweder ist die Frau jetzt da. Und da ist vorher Laden. Dann komme ich rein. Wenn die oft nicht da ist zum Laden, dann müssen sie den ganzen LKW zahlen. Das war's. Ich fahre nicht gratis da oben und ins Laden. Ja, wir hören sie uns noch. Auf Wiederhören. So, meine lieben Dieselfreunde, ihr wart, habt ihr es gehört? Ich stehe da, ich kann warten, kann übers Wochenende da pennen. Wie immer. Und so weiter und so fort. Und kann da die ganze Zeit Eisenbahn zuschauen. Und mir ist die Fahrzeit davon gelaufen. Ich kann jetzt gar nicht mehr fahren. Meine lieben Dieselfreunde. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Disponent kann nichts da, gar nichts, weil der war zuständig für die Frachten, der muss mich disponieren. Und jetzt stehe ich da, die Kacke. Ja, und dann habe ich halt noch einen Mitnahmestapler mit. Ach Gott, oh Gott. Und jetzt stehe ich da und kann da warten. Was soll ich tun? Nirgendwo kannst du hingehen. Werbegebiet. Noch dazu. Zum Glück war ich am Tag vorher zu Hause.
nicht ganz kurz und habe mir eingekauft. Vorräte habe ich, habe es ja gewusst. Das heißt gewusst. Ich hätte es mir denken können. Jo, meine lieben Sportsfreunden. Hiermit, wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich, drückt die Glocke, kommentiert nicht vergessen, Däumchen nach oben geben. Würde uns sehr freuen. Und hoffe, ich habe euch wieder sehr gut unterhalten können mit meinen Videos. Und ich sage trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst zum Abo da, Kommi, Däumchen wäre Träumchen. Ciao, ciao, euer Hannes.